In diesem Video zeige ich, wie man Formeln umformen kann. Wir schauen uns zuerst ein Beispiel an, und zwar den Flächeninhalt des Rechtecks. Der Flächeninhalt des Rechtecks wird berechnet mit a ist gleich a, das ist eine Seite, mal b, das ist die andere Seite. In diesem Fall möchte ich nicht den Flächeninhalt berechnen, sondern die Seitenlänge b. Damit das b alleine steht, muss dieses mal a verschwinden. Das Gegenteil von mal ist dividiert, das heißt, ich mache meinen senkrechten Strich und dividiere auf beiden Seiten durch a. Auf der linken Seite schreibe ich groß a, das ist ja hier vorhanden, und dividiert durch a, denn das mache ich auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite habe ich ein mal a stehen, mal a dividiert durch a hebt sich auf, das heißt, das kann ich einfach weglassen und übrig bleibt b. Jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem Beispiel, ich lasse aber noch diese beiden Seiten Platz tauschen. Statt dem Dividierzeichen kann ich auch einen Bruch schreiben, das schaut dann so aus. B ist gleich groß a, Bruchstrich, klein a. Beide Varianten sind vollkommen richtig. Das Ganze brauche ich bei Beispielen, bei denen der Flächeninhalt gegeben ist und eine der beiden Seiten berechnet werden soll. Also gegeben habe ich den Flächeninhalt und eine Seite und gesucht ist die andere Seite. Dazu formel ich genau wie hier die Formel um, verwende dann eine der beiden Formeln, entweder die oder die, welche mir halt lieber ist, und setze ein. Und jetzt muss ich einsetzen. Für a muss ich 24 einsetzen und für klein a muss ich 6 einsetzen. B ist 24 durch 6, das ist 4. Bei diesem Beispiel möchte ich jetzt die Variable x ausdrücken. Dazu stört mich zuerst einmal alles, was mit Plus und Minus dranhängt. In diesem Fall das Minus y. Minus y entferne ich mit dem Gegenteil, nämlich plus y. Also steht hier 2x ist gleich z plus y. Im nächsten Schritt stört mich das mal 2. Das bekomme ich weg, indem ich dividiert durch 2 rechne. Und jetzt wird spannend. Auf der linken Seite bleibt x alleine stehen. Und auf der rechten Seite muss ich alles, was hier steht, durch 2 teilen. Von den Rechenregeln her wird immer zuerst multipliziert oder dividiert und dann addiert oder subtrahiert, das heißt Punktrechnung vor Strichrechnung. Wenn ich jetzt hier dahinter einfach dividiert dazu schreibe, würde das zuerst gerechnet werden und ich habe nicht den Effekt, dass ich die ganze Seite durch 2 teile. Das heißt, ich muss alles, was auf der Seite war, bevor ich durch 2 teile, in Klammer setzen. Ich brauche hier eine Klammer. Z plus y, dann kann ich dividiert durch 2 rechnen. Und wieder habe ich das Beispiel gelöst, da x alleine dasteht. Hier habe ich mir ein schwierigeres Beispiel für euch ausgedacht. Ich möchte hier in diesem Beispiel die Variable x alleine stehen haben. Jetzt tasten wir uns Schritt für Schritt an die Variable x heran. Zuallererst stört mich, dass hier ein Bruch vorhanden ist. Ein Bruch ist eigentlich ein dividiert. Und in diesem Fall steht ein Zweier unten, also dividiert durch 2. Dividiert durch 2 bekomme ich so weg, indem ich einfach das Ganze mal 2 rechne. Heißt, ich habe auf der linken Seite 2 mal a und auf der rechten Seite verschwindet der ganze Bruch, denn dividiert durch 2 mal 2 hebt sich auf. Also in Klammer x plus y mal z. Um den x näher zu kommen, das steht da in der Klammer drinnen, muss ich zuerst das mal z loswerden. Mal werde ich los, indem ich dividiert rechne, also langer Strich, dividiert durch z. Jetzt habe ich auf der rechten Seite in der Klammer nur noch x plus y stehen, da hier aber nichts mehr außerhalb der Klammer steht, kann ich die Klammer einfach weglassen. Ich möchte immer noch das x alleine haben. Jetzt stört mich das plus y. Das plus y werde ich los, indem ich minus y rechne auf beiden Seiten. Auf der linken Seite steht deshalb 2 mal a dividiert durch z minus y.
ist gleich x. Hier steht x alleine und ich bin mit meinem Beispiel fertig. Ich kann die beiden Seiten noch Platz tauschen lassen, nämlich so x